Also im Sport würde man jetzt sagen, Halbzeit. Hallo Freunde der unbändigen Weihnachtsvorfreude. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin der Stefan. Heute ist der 12. Dezember 2021. Halbzeit. Also öffnen wir das 12. Türchen des Lego Star Wars Adventskalenders. Und da ist es. Wir schauen mal rein. Vor Schreck ist mir hier schon so eine Zielscheibe umgefallen. Und wir bauen einen TIE Fighter. In klein, logischerweise, dass hier kein lebensgroßer TIE Fighter dabei sein würde, war uns allen klar. Nicht zuletzt aufgrund der UVP. Nicht eines original großen TIE Fighters. Ich habe keine Ahnung, was ein TIE Fighter in Lebensgröße kosten würde. Ich meinte die UVP vom Kalender. Ne? Ist klar, nicht, dass wir uns da falsch verstehen. So, und das scheint jetzt nicht der komplizierteste Bau aller Zeiten zu sein. Aber Chance vertan. Hier in dem habe ich ein Review zugemacht. Imperial Light Cruiser gibt es diese Rundfliese mit aufgedrucktem Fenster für einen TIE. Das hätte ich hier richtig cool gefunden. Das ist einfach nur eine transparente Rundfliese. Das ist ein bisschen schade. Das hätte man anders lösen können. Weil das Teil ist ja da. Und Lego ist ja dafür bekannt, dass sie dann solche Premium-Teile auch gerne mal in einen Adventskalender reindrücken. Das hätte man hier durchaus tun dürfen. Naja. Vielleicht macht das nachher dann auch das Set so fürchterlich exklusiv und so preisstabil. Die 1x1 Rundfliese, die das Fenster zum. Naja, egal. Joa, das war ein entspannter Bau. Ja, wir haben einen TIE Fighter gebaut. Yay! Und er ist da. Nein, ich freue mich schon, dass ich ihn erkenne. Ich bin verzückt und ich finde auch, das Imperium hat eine Daseinsberechtigung, sonst funktioniert die gesamte Filmtrilogie nicht oder die gesamte Saga, wenn ihr alle Filme und Serien und weiß der Geil mit einbezieht. So ein Teil geht immer. Und ja, der ist putzig. Das passt schon. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Freude dran. Ich freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Denkt an Daumen, Abo, Glocke. Ich wünsche euch einen fantastischen Tag und vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut.